Tja, sind denn jetzt vielleicht wieder alle dabei? Oh Mann. Hier gibt es noch gar keinen, der hier drauf zuschaut. Vielleicht aber auch nur, weil. Doch, da kommt gerade einer. Vielleicht klappt es ja jetzt. Oh Gott im Himmel. Die Technik. Mal vorbereitet, wir sind warm. So. Junksan, hallo. Junksan ist schon mal drin in Japan. Krass. Aber wir sind auch die Einzigen. Ja, es hat nicht funktioniert vorher. Aber jetzt sind wir live und auch mit der richtigen Kamera. Wir haben uns total verausgabt hier schon. Hoffentlich übt ihr mit. Machen wir einfach weiter. Ja, nochmal von neuem ist Quatsch. Da kommen schon andere. So, hoffentlich kommen jetzt alle wieder zurück. Es wäre ja schade, wenn wir uns nicht weitersehen. Okay, aber ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt einfach weitermachen. Also, wir machen diese Übung, die wir gerade gemacht haben. Was haben wir tun? Jetzt ist es wieder aktiv. Genau, und zwar schwedische Aikido-Grundübung. Das haben wir gesehen im Internet. Das haben ein paar Schweden um den Baum herum gewickelt, Leute, um dann Jaumas und Jans Grundübung zu machen, tief zu gehen, abzusetzen und zurückzurollen. Okay, ich habe es eben schon gezeigt, jetzt bist du dran. Wir dürfen uns ja nicht zu nahe kommen. Normalerweise benutzen wir ja die Hände dafür. Ne? Versuch dir mal deine Hände auf meiner Körperebene, Gürtelebene zu lassen, da wo meine Hände auf sind. Wobei normalerweise knie ich ja, ne? Ich knie ja normalerweise und nehme dich mit runter. Das heißt, du darfst deine Hände runterbewegen. Das könnt ihr zu Hause machen, ne? Hier den Gürtel irgendwo festmachen und euch dann daran festhalten, beziehungsweise ihn straff halten. Darum geht es ja eigentlich. Und dass man den Kontakt gut schließt. Und da bleibt im Kontakt. Du darfst ja nicht hängen lässt oder baumeln lässt. Und die Spannung möglichst gleich hält. Das könnte eine gute Aufgabe sein. Das haben wir eben alles für tolle Tipps gegeben mit dem Freischalten. Geheimes Wissen. Don't know, maybe there's also English people. We get thumbs up from somewhere. There was also Aikido-Fehler is in. Yes, five people. Before it was 20. Now, but nobody saw it. So, wir haben so viele coole Tipps gegeben für Freifallen. Nein, das ist nicht übertragen worden. Kannst auch noch mal.
Ja, das war gut. Zu Hause machen. Und jetzt können wir das eigentlich fortsetzen. Die nächste Übung, die wir auch gerne dann so als Grundlagenübung machen, ist ja das Katatedori greifen und in Kontakt nehmen. Während Toni Zentrumsübungen macht oder Zentrum arbeitet, nehme das in die andere Hand und dann einfach die Bärchen Seite. Mache das Gleiche. Tief gehen, was tauschen und abrufen. Das können wir nicht alle gut machen. Wir gehen tief, halten den Kontakt von unten an die Wirbel. Und das hintere Bein vor für Chirurgie. Tief. Das ist eigentlich ganz interessant. Mit dieser Haltung kann man gleichzeitig üben, den Haltepunkt als imaginäre Grenze zwischen uns zu verstehen. Wenn man sich vorstellt, dass wir bei Katatedori Gefahr laufen, dass wenn wir mit dem Kopf an dieser Grenze vorbeikommen, in die Reichweite der hinteren freien Hand gelangen. Ne? Dann können wir uns bei der Übung, tief zu gehen, nach vorne kommen, zur Aufgabe nehmen, diese Linie nicht zu unterschreiten. Ja, also hier in tiefen Kontakt darf ich mit dem Gesicht nicht unter diesem Punkt. Sonst laufe ich Gefahr, eine Öffnung, die anzugeben, was Uke mit dem Athemi beantwortet. Ne? Und halten Spannung tief. Ushiro Kimi. Ja, gut. Gucken wir, ob noch mehr Leute dazugekommen sind. Es sind immer noch 5. Und die Frage ist, streamen wir noch? Ja, es sieht so aus, oder? Ich hoffe doch. Okay, pass auf. Jetzt machen wir genau das. Auf Abstand sind Wirkungen. Das ist ja ungefähr der Abstand. Achtung. Krass, ne? Das funktioniert. Ja. Gerade in der Seele. Das ist schon ein bisschen bitter, ne? Dass wir die Seiten der. Corona-Epidemie. Ich soll dir mal erklären, was da mit dem Klo passiert. Ja, erklär doch mal. Na, ich trinke ihn. Ja.
Aha, das ist besser. Die gleichen Prinzipien wie im Training, ne? Nur auf dieses Ding bezogen. Also es ist nicht das Do, was du drehst, sondern deine Körperposition. Das schließt. Okay. Na, wenn wir das so machen, die Kinder, die vielleicht schon wieder zuschauen, wie ich eben gehört habe, gab es einige, wer weiß, die können ihre Eltern bitten. Die nehmen diesen Kontakt und verändern die Position des Zentrums bis zu dem Punkt, wo der Partner zum Schritt ausholt. Das versteht kein Mensch über die Kamera, 100 Euro. Das kann man nicht verstehen. Das ist total absurd. Achtung. Aber für all die, die schon beim Training waren, die wissen natürlich Bescheid. Meine, das ist nicht die Hand, die das macht, sondern Körpermitte. Und Körperzentrum. Wir senden ein Kontaktgefühl aus, was der Buckel aufgreift und dem entspricht. Als Übung dafür zu verstehen, wie unser ganzer Körper in dieser Führbewegung beteiligt ist. Und da geben wir uns Feedback darüber, das ist eine Übung, ist kein martialischer, kämpferischer Technikablauf. Nachspürübung. Okay. Jetzt haben wir haben 50 Minuten was gemacht hier. Leider ist der Stream zusammengebrochen und vieles von dem, was wir hier schön geübt haben, habt ihr nicht verfolgen können, was sehr schade ist. Aber aller Anfang ist schwer und wir werden das verbessern, hoffe ich. Am Samstag geht es schon wieder weiter um 11, dann mit Schwert und Stock. Kommst du auch wieder vorbei am Samstag? Yes, bin ich nicht allein hier. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft die Technik in den Griff bekommen. Das ist ein bisschen schwieriger gewesen als vermutet, aber alle Anfang ist schwer, wie schon gesagt. Ich hoffe, dass ihr was gefunden habt, was ihr mitmachen konntet, zumindest die ersten 10 Minuten oder die ersten 2 und die letzten 10, für die wieder reingefunden haben in den Livestream. Ansonsten melden wir uns gleich mit Zoom. Wir haben ja ein Gruppenmeeting angeboten, dann können wir uns vielleicht alle nochmal auf dem Bildschirm begegnen und Erfahrungen austauschen im Sinne von, dann könnt ihr mich überhäufen mit euren Vorwürfen und Vorhaltungen, dass der Stream nicht zu sehen war, obwohl wir jetzt hier klatschnass geschwitzt irgendwie unser Workout absolviert haben. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss und das tut mir vorne. Ja, euch auch. Vielen Dank. Und vielleicht bis gleich. Wir versuchen jetzt zumindest mal den Videochat-Raum bei Zoom zu etablieren. Hoffentlich klappt das. Also, bis dann. Macht's gut. Und bleibt gesund. Und fit.